Gut. Alkohol und Christsein. Passt das? Johannes Evangelium Kapitel 2. Wir lesen. Ich werde jetzt nicht mehr diese Fragen lesen, weil dann komme ich immer wieder raus. Wir gehen jetzt den Text durch, nach und nach. Und dann frage ich euch, ob das okay ist. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Also am dritten Tag, das ist jetzt, wenn wir jetzt, der erste Tag der Woche ist Sonntag. Ja? Sonntag. Montag, Dienstag. Also wir haben jetzt den Dienstag. Am Dienstag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Galiläa ist im Norden von Israel. Dort in Galiläa, nicht weit weg, dort war Kana. Und die Mutter Jesu war da. Also bei der Hochzeit war die Mutter von Jesus Christus Maria. Die war bei der Hochzeit. Vers 2. Stellt euch mal vor, so Hochzeit und du wirst eingeladen und da gibt es eine große Feier. Und es war ja nicht nur einfach irgendeine Feier hier. Das waren zwei Menschen, die das erste Mal geheiratet haben. Das allererste Mal. Weil, das sehen wir ja, bei den Juden war es so, wenn man das erste Mal geheiratet hat, also wenn man verheiratet war, nach der Hochzeit oder feierte man 7 Tage lang. 7 Tage feiern. Also ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Hochzeitsfeier warst. Ich kenne nur Hochzeitsfeier, die geht 1 Tag. Ja, und dann meistens sind sie nachts alle betrunken und fahren nach Hause oder gehen nach Hause oder keine Ahnung. Aber hier, die Juden haben 7 Tage gefeiert bei einer Hochzeit. Und beim zweiten Mal verheiratet haben sie noch 3 Tage gefeiert. Nur noch 3 Tage gefeiert. Und jetzt ist eine Hochzeit und dann in Vers 2, Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Also Jesus war zu einer Feier eingeladen. Leute, hört mal. Habt ihr das schon mal gehört? Jesus war zu einer Feier eingeladen. Und wenn mich jetzt jemand zu einer Feier einladen würde, ganz ehrlich, ich würde da nicht hingehen. Wenn es jetzt eine Segensfeier ist oder wenn es jetzt eine Hochzeit ist, würde ich hingehen, aber nur nachmittags. Dann würde ich was essen und dann würde ich aber nach Hause gehen. Ja, sobald sie anfangen, Alkohol zu trinken, würde ich gehen. Weil das, weil ich das sowieso nie wirklich mochte. Aber auch, ich gehöre da einfach nicht hin. So, und jetzt ist Jesus zu einer Feier eingeladen. Wusstest du das? Ja, David, da tat Jesus das erste Wunder, das hören wir gleich. Wir werden uns doch ein bisschen Zeit lassen. Wenn ihr das wirklich hören wollt, dann gehen wir das jetzt Vers für Vers durch. Jetzt stell dir vor, Feier, alle am Saufen, also hier haben sie wirklich getrunken, wirklich echten Wein, wirklich so ein Wein, wo sie betrunken wurden. Ich sage das nicht nur so, das steht hier. Und sie haben getrunken. Und jetzt ist der Wein alle gegangen. Vers 3. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu Jesus, zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Wahnsinn. Alkohol gibt dem Teufel Raum. Tyron, bleib hier, hör zu und guck mal, was hier überhaupt los ist. Ja, aber wenn jetzt Alkohol, ne, den Teufel Raum gibt, ich sage ja jetzt nicht ja oder nein, ich lasse das jetzt offen, warum ist Jesus zu dieser Feier gegangen? Jesus ist ja dahin gegangen. Jetzt sind sie alle am Saufen und der Wein ging leer. Ist alle gegangen. Und dann geht die Mutter von Jesus Christus, geht jetzt zu Jesus und sagt, Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Dann sagt Jesus zu ihr in Vers 4, Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also erstmal zu Vers 3. Stell dir Folgendes vor. Du machst jetzt eine Feier, aber eine Hochzeitsfeier oder eine Einsegnung bei deinen Kindern. Und du bist am Grillen. Ja? Du grillst und grillst und bei uns, ihr wisst ja, wie das bei uns ist, Mechamen Yavolu. Und auf einmal geht das Fleisch alle. Und die Menschen haben Hunger und wollen was essen. Was für eine peinliche Situation ist das hier? Wie peinlich wäre es mir oder dir, wenn wir eine Feier machen und auf einmal geht etwas leer. Das Essen geht alle. Hier geht der Wein alle. Der Bräutigam. Der würde hier in eine ganz peinliche Situation kommen. Also sehr, sehr... Also da würde die ganze Welt drüber sprechen. So peinlich.
Stell dir das mal vor, du wärst jetzt in Gerede, ja, ich war bei Gigi auf der Feier und ich wollte was essen und die hatten nichts zu essen mehr. Das würde Stadtgespräch sein. Jeder würde das herausfinden. Und jetzt sagt Maria, heimlich geht sie zu Jesus und sagt zu Jesus, Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Also, mach doch mal was. Tu doch mal was, Jesus. Jesus hatte bis hierhin noch überhaupt gar kein Wunder getan. Aber Maria wusste, dass Jesus alles kann. Aber er sagt zu ihr, Frau, was geht es dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das, was Jesus hier sagt, ist nicht frech. Manche denken, dass das frech war. Das war nicht frech. Frau war eine normale Anrede damals. Und meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus sagt hier mit anderen Worten zu Maria, ich bin Gott, du bist ein Mensch, du sag Gott nicht, was ich zu tun habe. Also, Maria wollte, dass er ein Wunder tut, ja? Und er sagt damit, Frau, was geht es dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht da. Also sage mir nicht, was ich tun soll. Sage Gott nicht, wann er anfangen soll mit Wunder. Ja, das war überhaupt nicht frech. Und dann Vers 5, das sehen wir jetzt, jetzt kommt die Unterordnung, wie wir auch vorhin gehört haben. Vers 5, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Also sie hat kein Widerwort, gar nichts, sondern Jesus hat das gesagt, was geht dich an, Frau, was ich tue? Und meine Stunde ist noch nicht da. Und jetzt war Maria ganz ruhig, ging zu den Dienern, ja, die für die Hochzeit zuständig waren, und haben zu ihnen gesagt, was Jesus euch sagt, das tut. Also hört zu, was er euch jetzt sagt. Und jetzt Vers 6. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maße. Jetzt stell dir Folgendes vor. Die Hochzeit voll in Gange, alle am Trinken, am Feiern, am Essen. Und dann geht der Wein leer. Und dann geht Maria zu Jesus. Warum geht denn gerade Maria zu Jesus? Das ist jetzt die erste Frage. Warum geht Maria zu Jesus? Was hat Maria mit dieser Hochzeit zu tun? Hier können wir sehen, dass wenn sich jemand um die Hochzeit kümmern würde, ja, dann wäre das immer die Familie. Ja, also Fremde würden sagen, du, ist mir doch egal, ob was leer ist oder nicht. Aber Maria wollte sich darum kümmern, weil sie zur Familie gehörte. Das muss jemand gewesen sein, der aus Marias Familie war. Weil wenn mir sowas passieren würde, dann ist ja wohl klar, oder wenn irgendwas wäre, dann würdest du zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, zu deinem Onkel oder zu deinem Vater, zu deiner Mutter gehen und nicht zu irgendwelche Fremden. Niemals. Also das muss Familie gewesen sein von Maria, von Jesus' Familie. Und dann stehen ja da jetzt 6 Krüge. Ja? 6 Krüge, die waren nicht zum Trinken da. Die waren für die jüdische Reinigung da. Also das, was wir vorhin gesagt haben, wo sie sich die Hände gewaschen haben und so, das war Sitte bei den Juden, das war Gesetz. Und die in jedem gingen 2 oder 3 Maße, ungefähr 80 bis 100 Liter in einen Krug. Also stell dir vor, jetzt ungefähr, ich sag jetzt mal einfach vollgerechnet mal, vielleicht ein bisschen weniger oder mehr, 600 Liter. 600 Liter. 600 Liter. Ne? Passte dort rein. Und jetzt Vers 7. Jesus spricht zu ihnen, jetzt zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Also sie haben Wasser dort hineingefüllt. Und noch mehr Wasser, bis oben hin, komplett voll. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es den Speisemeister. Also da war ein Speisemeister, der war für das Essen und für das Trinken zuständig. Und die Diener sollten jetzt aus diesen Krügen etwas herausnehmen und den Speisemeister bringen, damit er das probiert. Und sie brachten es ihnen, Vers 9. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam. Ja, er hat jetzt den Wein getrunken und er wusste ja nicht, woher er kam. Er wusste ja nicht, dass das Wasser gewesen ist. Ne? Die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten. Die Diener haben es gewusst. Ruft der Speisemeister den Bräutigam. Also, der Speisemeister probiert jetzt von dem Wein. Er wusste nicht, dass es Wasser vorher war. Und ruft jetzt den Bräutigam, der eigentlich zuständig war für alle, ne? Für alles. Er war ja der geheiratet hat. Und er spricht jetzt zu ihnen in Vers 10, jedermann gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie betrunken werden, hier, guck mal, betrunken, das war echter Wein. Ja, manche sagen, das war nur so, das war kein Wein, das war nur Traubensaft. Aber hier ist ja betrunken, jeder gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Also, er sagte zu ihnen, normalerweise ist das so. Am Anfang gibt man den besten Wein, damit sie probieren und sagen, oh, das schmeckt ja. Und dann, wenn sie betrunken sind, ist egal, was für einen Wein du hingibst, weil dann schmecken sie sowieso nichts mehr. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Also dieser Wein, den Jesus gemacht hat, war noch besser als die ganzen anderen Weine, die sie vorher getrunken haben. Wahnsinn, ne? Und dann sagt
schreibt Johannes hier, das ist das erste Zeichen, das ist ganz wichtig, das war ein Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Also mit diesem Wunder offenbarte Jesus seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. So, haben wir jetzt diese Geschichte verstanden, bevor wir weitergehen? Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Guck mal, vorhin waren 300, jetzt nur noch 130. Die wollen nicht wissen, ob es okay ist. Die wollen lieber weitersaufen. Also, es ist eine Hochzeit. Und Jesus wird zu dieser Hochzeit eingeladen. Maria war schon da, seine Mutter. Und jetzt geht Jesus. Jesus ging wirklich auf diese Feier. Aber nur für ein bestimmt, für etwas ganz Bestimmtes. Er ging auf diese Feier mit seinen Jüngern. Und auf einmal, während sie feiern, geht auf einmal der Wein leer. Und dann geht Maria hin zu Jesus und sagt, Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Also mit anderen Worten, mach doch mal was. Und Jesus sagt, nein, 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 meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann sind diese Diener da und Jesus sagt zu ihnen, macht diese Wasserkrüge voll bis oben hin. 6 steinerne Wasserkrüge standen da, 6. Ne? Und sie haben es voll gemacht und er hat aus diesem Wasser Wein gemacht. Und der Speisemeister hat es probiert, ist zum Bräutigam gegangen. Und dann sagt er zum Schluss, das war das erste Zeichen, und Jesus offenbarte damit seine Herrlichkeit. So, und jetzt frage ich euch. War Jesus auf eine Feier? Hundertprozentig. Hat Jesus aus Wasser Wein gemacht? Hundertprozentig. Hat er die Menschen jetzt dazu, es war ja 600 Liter Wein, ne? Und die Menschen haben es ja getrunken. Hat Jesus jetzt die Menschen dazu animiert, oder wie das auch immer heißt, damit sie trinken, damit sie sich vollsaufen? Hat er sie dazu hingezogen? Wollte er, dass die Menschen trinken? Ist es so? Nein. Und das werde ich euch auch nachher zeigen. Er wollte nie, dass Menschen sich betrinken. Aber warum ging Jesus jetzt auf diese Feier? Warum hat er aus diesem Wasser Wein gemacht? Und was bedeutet es? Und Jesus offenbarte damit seine Herrlichkeit. Schau mal, das war doch das allererste Zeichen, das Jesus überhaupt getan hat. Ne? Lesen wir hier, Vers 11. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Jesus hat vorher nie ein Wunder getan. Das ist das allererste Zeichen überhaupt. Wahnsinn, oder? Wenn ich jetzt aussuchen könnte, wenn du jetzt aussuchen könntest, was für ein Wunder würdest du zuerst tun? Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Wie in Johannes 11, Lazarus war tot, schon 4 Tage, und Jesus schrie und Lazarus kam aus dem Grab heraus. Einen Toten auferwecken, das ist doch ein viel größeres Zeichen als das, oder? Oder, was für mich noch mehr ist auf jeden Fall als Wasser zu Wein, Blinde sehen, Lahme gehen, Dämonenaustreibung und so weiter und so weiter. Das ist doch alles viel mehr als aus Wasser Wein machen, oder nicht? Warum tat Jesus, das ist ja das Interessante, warum tat Jesus dieses erste Zeichen? Warum? Ich sag's dir, normalerweise müssten wir jetzt Sprüche lesen, weil dort wird uns detailliert beschrieben, ob es okay ist und ob es okay ist für einen Christen zu trinken, weil Salomo hat ja die Sprüche geschrieben und Jesus sagt da, also Gott sagt da ganz klar, es ist besser, du tust es nicht. Ich möchte euch diesen einen Vers nur vorlesen, weil ich wollte eigentlich noch, weil sonst dauert das alles zu lange, aber diesen Vers müssen wir lesen, ja, damit ihr auch mal seht. Ich lese euch das ganz kurz vor. Wir werden nicht viel auf diese Verse eingehen, weil ich möchte euch was anderes erklären, ja? Aber schaut mal, was die Bibel sagt. Was die Bibel sagt zu Alkohol. Ist es okay, wenn ein Mensch säuft oder nicht? Ist es okay zu trinken oder nicht? Schau mal, was die Bibel sagt. Wo ist weh? Also hier gibt es erstmal jetzt gleich 6 Fragen. Also Gott stellt uns selber 6 Fragen, ja? Ich werde nicht jede einzelne Frage erklären, sondern ich werde euch das gleich im Zusammenhang sagen. Gott stellt uns 6 Fragen. Auf diese 6 Fragen gibt Gott uns selbst eine Antwort. Und nach dieser Antwort gibt er uns einen guten Rat. Schau mal, wo ist weh? Fragt er uns. Wo ist Leid? Wo ist Zank? Wo ist Klagen? Wo sind Wunden ohne jeden Grund? Wo sind trübe Augen? Das sind 6 Fragen. Und zusammengefasst heißen diese Fragen: Woher kommt dieser innerliche Schmerzen? Woher kommen diese äußerliche Schmerzen, diese Wunden? Woher kommt dieser ganze Streit und Zank? Woher kommen ja diese ganzen Zwichtigkeiten? Woher kommen denn diese trüben Augen? Also diese schlimmen, matte, trüben Augen. Ja? So, woher kommt das? Jetzt kommt die Antwort. Gott gibt uns selbst eine Antwort darauf. Wo man lange beim Wein sitzt und kommt auszusaufen, was eingeschenkt ist.
Also durch das Alkohol passieren die schlimmsten Dinge. Die schlimmsten Dinge auf dieser Welt passieren durch Alkohol trinken. Es ist wirklich so. Das sagt schon die Bibel. Die Sprüche sind jetzt schon fast 3000 Jahre alt, ne? Nicht ganz. Und jetzt kommt der gute Rat Gottes. Gott verbietet gar nichts. Du kannst tun, was du willst, aber jetzt kommt der gute Rat Gottes. Er sagt, sieh den Wein nicht an. Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glase so schön steht. Also, schau mal, das ist jetzt hier nur Tee. Ich gieße mir nochmal was ein. Also, das ist jetzt nur Tee. Jetzt stell dir vor, das ist jetzt Alkohol, ne? Ich habe es erst angesehen, dann habe ich es genommen, dann habe ich es getrunken, ja? Also, ich sehe es erst an, dann nehme ich es, dann trinke ich es. Und Gott sagt uns hier, sieh den Wein nicht an, also noch nicht mal hinschauen, geschweige es in die Hand zu nehmen oder zu trinken. Aber das ist nur ein guter Rat. Er verbietet uns gar nichts. Und er sagt, guck da doch gar nicht hin. Es ist besser, guck doch mal, wie er hier sagt, so schön rot im Glase steht. Er geht glatt ein, schmeckt gut, aber dann, guck mal, was passiert. Danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Und dann werden deine Augen seltsame Dinge sehen und dein Herz wird Verkehrtes reden. Jeder, der mal besoffen war, der weiß ganz genau, wovon die Bibel hier spricht. Danach, nachdem du getrunken hast, wirst du, also es geht glatt ein, es schmeckt gut, aber danach beißt er wie eine Schlange, sticht wie eine Otter. Dann werden deine Augen seltsame Dinge sehen, hast du sicherlich schon im besoffenen Kopf, und dann wirst dein Herz Verkehrtes reden. Dann auf einmal sagt man Sachen, die man vorher niemals gesagt hätte. Niemals. Und dann sagt er, erklärt jetzt Gott noch, wie es ist, wenn dir so schwindelig ist. Er nimmt hier ein Bild auf ein Schiff. Und sogar wenn du Schläge kriegst, guck mal hier, Vers 35. Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh. Sie prügelten mich, aber ich fühlte es nicht. Also so mit anderen Worten, wenn du betrunken bist, merkst du noch nicht mal, wenn du Schläge kriegst. Es ist alles taub. Und dann in Vers, zum Schluss 35. Wann werde ich endlich aufstehen? Dann will ich es aber wieder so treiben. Ihr habt das doch bestimmt schon mal im besoffenen Kopf gehabt, oder? Hast du gelegen und gesagt, ich mach das nie mehr. Ich trinke nie mehr, weil es dir so schlecht geht. Und dann steht hier aber, ach, du wirst es trotzdem sowieso wieder machen. So oder so. Guck mal, das sagt die Bibel, das war jetzt nur der Schnelldurchgang, ne? Das sagt die Bibel über Alkohol trinken. Schau mal. Also, ich gebe dir jetzt einen guten Rat, so wie die Bibel. Schau mal, ich hatte nie ein Problem mit Alkohol. Nur ohne. Nein, Quatsch. Also, ich war nie ein Trinker. Nie. Ich habe mein Leben, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht 3-4 Mal Alkohol getrunken. Sprüche 23 steht das. Ja? Ich habe mein Leben nie Alkohol getrunken, ein paar Mal. Aber ich war kein Mensch, der feiern geht gerne oder sowas. Habe ich nie gemacht, nie. Wenn ich so Diskotheken gegangen bin oder so, dann wirklich nur um Frauen kennenzulernen, das war's auch schon. Ja, aber ich war kein Feiermensch. Also ich habe kein Problem damit. Für mich wäre es jetzt auch kein Problem, wenn ich jetzt hier ein Bier trinken würde oder einen Schnaps trinken würde oder irgendwas. Ich hätte damit gar kein Problem. Wisst ihr, warum nicht? Weil mich das nämlich nicht zur Sünde verführt. Aber es gibt andere Menschen, die haben damit ein großes Problem. Und ich kenne viele, viele Geschwister, die damit ein Problem haben. Ein Bruder, der hat so ein schlimmes Problem damit, der säuft einfach zu gerne. Der trinkt zu gerne. Und wenn wir jetzt, wir waren in Österreich und dann hat ein Bruder sich ein Bier bestellt und der andere Bruder, der ein Problem hat, auch mit diesem Alkohol, saß gegenüber. Und dann hat er das Bier gesehen und das war ihn ganz schlimm. Der hat ein großes Problem damit gehabt. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Wenn du ein Feiermensch bist und zu gerne trinkst und damit wirklich ein Problem hast und schon viele, viele Sachen passiert sind, dann gebe ich dir einen guten Tipp. Trink nie wieder. Weil wenn du nämlich nüchtern bist und den Herrn dienen willst, ja, und das dein Problem ist, dann hält dich das davon ab, Jesus zu folgen vom ganzen Herzen. Und es hält dich davon ab, auch Jesus zu dienen, weil es dein Problem ist. Es verbietet dir keiner was. Mach, was du willst. Ja, aber ein guter Rat, tu es nicht, weil dann wärst du nämlich nach und nach verändert und du wirst auch gebrauchbar sein für den Herrn. Aber wenn es für dich ein Problem ist mit diesem Saufen, dann mach es nicht mehr. Geh auf keine Feier. Mach es nicht. Schau mal, ich habe damit kein Problem. Dafür habe ich ganz viele andere Probleme. Ich habe mit Alkohol trinken gar kein Problem. Ja? Also, wenn du gar kein Problem hast, dann hat auch keiner was dagegen, wenn du ein Bier trinkst oder irgendwas. Gar keiner. Aber wenn du damit ein Problem hast, gebe ich dir einen guten Rat.
mach es nie wieder. So, jetzt gehen wir aber zurück zu Johannes 2. Wenn ich dir jetzt aber sage, Jesus ist ja Gott, ne? Und das sind ja seine Worte in Sprüche 23. Warum ging denn Jesus selber auf diese Feier? Das ist jetzt die große Frage. Warum ging Jesus, und das möchte ich jetzt, was aufhören? Ich soll aufhören? Warum? Bibel, Gottes Wort, das, dein Name sagt ja schon, dass du die Bibel liest. Wer soll aufhören? Ich oder da jemand anderes? Natürlich ist Jesus Gott. Wir sind hier beim Bibellesen. Jetzt kommen wieder die gleichen Fragen. Ja, auf ein Bein kann man nicht stehen. Nein, nicht. Okay. Wollen wir jetzt uns angucken, warum dann Jesus überhaupt aus Wasser Wein gemacht hat und warum er überhaupt auf diese Feier gegangen ist, wenn er nämlich im Alten Testament sagt, tu es lieber nicht. Es gibt, das war nur eine Bibelstelle, es gibt mehr Bibelstellen, ne, über Alkohol. Also warum ist Jesus dann dahin gegangen? Er hätte doch sagen müssen, nein, ich gehe nicht auf diese Feier. Nein, das geht nicht. Ich kann doch nicht aus Wasser Wein machen. Die trinken das dann und werden besoffen. Das geht nicht. Schau mal, das sind die meisten Menschen, die gerne trinken, nehmen sich das als Ausrede. Jesus war doch auf einer Feier. Jesus hat doch aus Wasser Wein gemacht. Jesus hat doch sogar 600 Liter Wein gemacht. Dann ist es doch nicht schlimm zu trinken. Jesus hat doch selber getrunken. Halmesser, was? Ja. Wollen wir uns das angucken oder machen wir das morgen? Ist schon 10 vor 1. Genau, David, genau das sagen sie immer. Die gerne saufen, sagen genau das. Wieso? Ist doch nicht schlimm. Jesus war doch auf einer Feier. Wollen wir noch ein bisschen? Es ist gar nicht so schwer, Leute. Jetzt denkt ihr bestimmt, wieso hat er jetzt aufgehört zu reden? Ah, Monty, das Thema habe ich bei euch gemacht, ne? Monty, haben wir das Thema bei euch gemacht? Guck mal, Monty hat jetzt gerade geschrieben, Dionysos. Ich erkläre euch das gleich. Ja, wir machen weiter. Meinte wegen Alkohol, wenn es nicht erbaut auf. Genau, genau, da hast du recht, Bibel, das Wort Gottes. Aufhören damit, auf jeden Fall. Ja, Monty, ich weiß gar nicht mehr, dass ich das Thema bei euch gemacht habe. Nee, Janosch, ich lasse die armen Trinker nicht. Die sollen aufhören damit und sollen sich vom ganzen Herzen bekehren und den Herrn nachfolgen. Und die bekehrt sind, die, pass mal auf, jetzt mal ernst, Janosch, hör mal. Die jetzt wirklich Kinder Gottes sind, ne, und immer noch auf Feiern gehen und immer noch trinken und machen und tun, die sind fast gar nicht gebrauchbar für den Herrn. Fast gar nicht. Und Jesus möchte dich gebrauchen. Deswegen lass es weg. Guck mal, hier ist ein Bruder drinne, der hat auch ein großes Problem mit Alkohol. Und ich habe ihm gesagt, hör auf, renn davon weg. Sobald du irgendwas siehst oder dich verführt der Teufel zum Trinken, lauf weg davon. Lies die Bibel. Sing geistliche Lieder, damit du ja von diesen Gedanken wegkommst. Ja? Rauchen können wir ja auch gleich. Also jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zu Johannes 2. Die Frage war jetzt, warum machte Jesus aus Wasser Wein? Was wollte Jesus auf diese Feier? Dazu müssen wir ein bisschen heute wieder fast milde, Gott sei Dank nicht. Hoffentlich nicht. Dazu müssen wir ein bisschen, jetzt müsst ihr aufmerksam zuhören, sonst verstehen wir das hier nicht. Wir müssen ein bisschen griechische Geschichte und griechische Mythologie uns anhören. Schaut mal, wir sind jetzt im Jahre 0, Jahre 30 ungefähr, nach Christus, ja? Im Jahre 30 ungefähr. Und ein paar Jahre vorher, jetzt ist ja gerade Weltherrscher zu Jesu Zeiten Rom. Davor war ja Julius Caesar, hat ja angefangen mit den Römern dann das Römische Reich aufzubauen. Und Rom war jetzt Weltherrscher. Davor, schau mal, ein Zeichen auf seine Kreuzigung? nein, hör zu. Also, davor, vor den Römern, ihr müsst jetzt aufmerksam zuhören, vor den Römern war Alexander der Große Weltherrscher. Und wisst ihr, wer Alexander der Große war? Das war ein Grieche. Thomas, bist du noch da? Du bist doch Grieche, oder? Du kennst dich doch mit den Griechen, glaube ich, am besten aus. Thomas, Alexander der Große, der Grieche,
Der hat innerhalb von 10 Jahren die ganze Welt übernommen. Er war Weltherrscher. Und schau mal, was passiert ist. Mit seiner Weltherrschaft, er hat ja auch Israel eingenommen und alles Mögliche, ne? Ein Makedonier. Ja, Grieche. Sehr gut. Und jetzt pass auf. Jetzt hat er ja die ganze Welt, die damalige Welt übernommen. Und er hat, die Griechen, ne, haben mit ihrer Weltherrschaft nicht nur ihre Sprache, den ganzen Menschen dann, haben die Menschen übernommen, weil zu Jesu Zeiten war Griechisch die Weltsprache, so wie heute Englisch, aber jetzt ist, glaube ich, ja schon Mandarin fast Weltsprache, so wie heute Englisch, war damals Griechisch Weltsprache. Und sie haben nicht nur die Sprache überall hin verteilt, sie haben auch ihre Gottheiten, die ganzen griechischen Mythologien haben sie verteilt. Und jetzt wartet ganz kurz, ich muss ganz kurz was raussuchen. Das ist ganz wichtig, jetzt griechische Mythologie. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Ich glaube zwar nicht, aber ich gucke mal ganz kurz unter meinen Unterlagen. Kleinen Moment, ich habe nämlich eine Liste von den griechischen Gottheiten. Und da wollte ich dir ein paar, hier, guck mal, so ordentlich sind meine Notizen hier. Ein paar, ach, guck mal, schau mal. In diesen ganzen, jetzt mal ohne Spaß, jetzt guckt euch das mal an hier. Das sind nur ein paar kleine Notizen, guck mal, habe ich gleich gefunden. Wahnsinn, ne? So, jetzt dazu. Dazu. Wahnsinn, gleich das ganze Thema in der Hand hier. Hör zu. Griechische Mythologien. Es gibt doch griechische Gottheiten. Ne? Ich möchte euch ein paar griechische Gottheiten vorstellen. Und dann werde ich dir einen griechischen Gott vorstellen, der hier in Kana, oh, da gab es einen Tempel da in Kana in der Nähe, 8 Kilometer von da. Da gab es einen Tempel von einem bestimmten Gott. Gleich, erkläre ich dir gleich. Aber erstmal möchte ich dir hier, ich habe hier so eine Liste. Schaut mal, ganz klein geschrieben. Ganz viele Gottheiten. 1, 2, 3, seht ihr das? Das sind die ganzen griechischen Mythologien, die ganzen griechischen Gottheiten. Ich möchte dir ein paar vorlesen. Ja, das haben die Griechen zur damaligen Zeit, zur Jesu-Zeit, überall auf der Welt verteilt, ihre Götter mitgebracht, ihre ganzen Götzen. Bis heute sind die noch präsent. Ich lese euch mal ein paar vor. Adonis. Kennt ihr Adonis? Gott der Schönheit. Oh, der sieht aus wie Adonis. Asklepios. Kennt ihr den Gott Asklepios? Habt ihr schon mal was von der Asklepios-Klinik gehört? Diese Krankenhäuser? Das ist der Gott der Heilkunst. Asklepios ist der Gott der Heilkunst. Wahnsinn, ne? Und dann nimmt sich ein Krankenhaus diesen Namen und sagt, unser Krankenhaus heißt Asklepios-Klinik, weil das ist ja der griechische Gott der Heilkunst. Wahnsinn, ne? Das ist noch gar nichts. Was nehmen wir dann nochmal hier durch? Okay. Harmonia, kennt ihr Harmonia? Von der Musik Harmonie. Harmonia, Gott der Eintracht. Wenn es so eine schöne Harmonie ist. Also dieses Harmonische, das kommt von Harmonia, Einklang. Auch eine griechische Gottheit. Was nehmen wir denn noch? Kennt ihr Hypnos? Habt ihr schon mal was von Hypnose gehört? Also Hypnose, jemand kann dich hypnotisieren. Der Gott Hypnos ist der Gott des Schlafes. Wahnsinn, ne? Brutal, es ist wirklich so viel. Ich habe hier eine ganze Liste. Ich lese euch noch welche vor. Der Gott Morpheus. Kennt ihr Morphine? Diese Tabletten? Morphium? Morphine? Kennt ihr doch, ne? Morpheus ist Gott der Träume. Also wenn du Morphium nimmst, dann träumst du, sozusagen. Schaut mal, bis heute sind diese griechischen Gottheiten aktuell. Bis heute immer noch. Und zur damaligen Zeit, ne? War es noch viel schlimmer zu Jesu Zeiten. Erkläre ich euch gleich. Aber wenn wir das nicht verstehen, werden wir das in Kana niemals verstehen. Jetzt kommt was Interessantes. Wer von euch hat jetzt gerade Nike-Schuhe an? Ihr könnt es, sag mal bitte einer ganz kurz. Habe ich Nike-Schuhe an? Warte mal. Habe ich Nike? Nee, ich habe keine Nike-Schuhe an. Wer von euch hat jetzt gerade Nike-Schuhe an? Hat irgendeiner, bitte schreibt mal bitte einer ja, der gerade Nike-Schuhe an hat. Außer ihr liegt jetzt alles schon. Oder wer trägt? Ja, ich. Sehr gut. Hör zu. Ja, genau, die Göttin Nike. Hör mal, die griechische Göttin Nike, ne? Hör mal, wer, was die ist. Die Göttin des Sieges und der Sportlichkeit. Also Nike hat sich von der Göttin Nike, Nike, den Namen genommen, sich ihren Schuh danach benannt und gesagt, das ist die Göttin des Sieges und der Sportlichkeit. Wahnsinn, ne? Was habe ich? Naja,
Also, das heißt aber nicht, dass du keine Nike-Schuhe, nein, nicht, ach Quatsch, ihr braucht doch die Nike-Schuhe jetzt nicht wegschmeißen, das ist ja Quatsch. Da musst du die ganze Welt räumen, weil du findest immer und überall irgendwas, ja. Aber das gibt's wirklich, könnt ihr euch im Internet angucken, was ich euch jetzt sage. Könnt ihr gerne bei Google nachgucken, das ist so. Wir gucken uns noch ein paar an. Was gucken wir uns denn nochmal für eine? Silene, Rhea, Prefos, Poseidon. Kennt ihr ja Poseidon, ne? Gott des Meeres. Phoebe, Gott des Mondes. Was weiß ich. Olymp. Pan. Kennt ihr diese Panflöte? Gott des Waldes und der Natur. Pan ist auch eine griechische Gottheit. So, aber nur ein paar Gottheiten habe ich euch vorgestellt. Jetzt stelle ich euch noch eine. Gott, ja, Hermes habe ich ja auch drauf. Schau mal. Dionysos. Ich habe hier ein paar Bilder. Schaut mal, könnt ihr die Bilder sehen? Guck mal, das ist Dionysos. Das sind jetzt Statuen von einer griechischen Gottheit. Und schaut mal, wie der abgebildet ist, dieser Dionysos. Könnt ihr das da sehen auf seinem Kopf? Könnt ihr das sehen, was da drauf ist? Oder, warte mal. Da könnt ihr das sehen, was er in der Hand hat? Und da auch? Dionysos. Dionysos ist der Gott des Weines. Der Gott des Weines. Ja, Thomas, Weintrauben hat er in der Hand. Schau mal, das sind jetzt Statuen, die es wirklich gibt und Bilder, ne? Diese Statue gibt es. Es gibt sogar hier auf Münzen. Hier, Dionysos wurde auf Münzen abgedruckt. Könnt ihr das sehen? Und es gibt sogar Griechen, so griechische Restaurants, die heißen Dionysos und die haben meistens dann auch Bilder von Dionysos. Und Dionysos war der Gott des Weines. Und jetzt pass auf. In der Nähe von Kana, ja, nicht weit weg. In der Nähe von Kana, ich weiß nicht, 8 Kilometer, 10 Kilometer, irgendwie sowas, gab es Ausgrabungen. Könnt ihr nachgucken bei Google, ja? Gibt es Ausgrabungen? Haben sie jetzt das ausgegraben vor ein paar Jahren? Ein Tempel von Dionysos. Ein Tempel. Dort haben sie Münzen gefunden, Statuen mit diesen Weintrauben und alles. In Kana, in Galiläa, also damaligen Zeit, war Gott Dionysos. Ihr Gott, ihr Götze. Und sie haben ihn angebetet. Dieser Gott, hört mal, was der angeblich konnte. Dieser Dionysos konnte angeblich aus Wasser Wein machen. Wisst ihr, was die Griechen jahrhundertelang gemacht haben? Ich glaube, das machen sogar heute noch einige. Dort gab es immer die Dionysien. Das sind so Spiele, so wie Olympia. Wisst ihr, so Spiele? Die Dionysien. Wisst ihr, was sie da gemacht haben? Da gab es Spiele, Sportlichkeiten, aber Folgendes haben sie auch gemacht. Ach, Janosch, ich wusste nicht, dass Kana eine Weinstadt war. Wahnsinn. Guck mal, da lerne ich auch dazu. Noch mehr, siehst du, das war eine Weinstadt, das wusste ich nicht. Aber ich weiß, dass Dionysos ihre Gottheit war. Sie hatten einen Tempel von Dionysos. Sie haben ihn angebetet, die Menschen dort. Und er konnte angeblich aus Wasser Wein machen. Und schau mal, bei den Dionysien, wie ich gerade gesagt habe, ne, haben sie jedes Jahr drei Krüge aufgestellt. Drei Krüge. Haben sie zugedeckt, also haben sie mit Wasser gefüllt, haben sie zugedeckt und haben gewartet, dass aus diesem Wasser Wein wird. Das haben sie schon vor Jesus gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Vor Jesus haben sie drei Krüge genommen, haben Wasser reingetan, haben sie, ich sag euch gleich was, warum drei und warum hier sechs sind. Wasser, weil dort waren ja sechs Krüge bei Jesus, ne? Dort waren sechs Krüge. Sie haben drei Krüge, viel Spaß. Also, sie haben drei Krüge genommen. Und haben Wasser dort hineingetan, haben es zugedeckt mit einem Tuch. Und dann hat dieser Gott Dionysos angeblich aus diesem Wasser Wein gemacht. Hat er nie geschafft. Und wenn es mal so war, dann haben sie es abends ausgegossen und haben heimlich da Wein reingetan. Also Dionysos hat niemals aus Wasser Wein gemacht. Niemals, niemals, niemals. Und schau mal, jetzt kommt Jesus. Und jetzt pass auf, was er macht. Er geht zu dieser Hochzeit. Wisst ihr, warum er zu dieser Hochzeit gegangen ist? Um diesen Götterkult endlich zu brechen und zu sagen, hier ist mehr als Dionysos. Ich kann aus Wasser wirklich Wein machen. Und nicht nur drei Krüge, wie ihr denkt, sondern gleich sechs Krüge. Er hat gleich das Doppelte gemacht. Ja? Schau mal, den letzten Vers lese ich euch nochmal vor. Johannes 2, Vers 11 und dann, Vers 11. Hör mal.
Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana, in Galiläa. Und jetzt kommt's. Und er offenbarte damit seine Herrlichkeit. Also anders, mit anderen Worten sagt er damit, euer Dionysos ist nicht Gott, ich bin Gott. Er musste erstmal diesen Götterkult, diesen griechischen Götterkult zerstören. Er musste erstmal diese Gottheit zerstören, kaputt machen und sagen, ich bin der wahre Gott. Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. So, Jesus ist niemals dort auf diese Feier gegangen, um zu saufen. Niemals dorthin gegangen, um Menschen dazu zu bringen, zu trinken. Das hat er alles nicht gemacht. Er ist nur hingegangen, um diese Gottheit von Dionysos zu zerstören, kaputt zu machen, um seine Herrlichkeit zu offenbaren und zu zeigen, ich bin Gott, nicht dieser angebliche Dionysos. Ich kann aus Wasser wirklich Wein machen. Und schaut mal, als er das gemacht hatte und er seine Herrlichkeit gezeigt hatte, ne? Was meint ihr, wie die Menschen da geguckt haben, als es herausgekommen ist? Wie? Der hat aus Wasser Wein gemacht. Das kann doch, unser Dionysos sollte das doch machen. Und das ist doch unser Gott. Der kann doch nicht, das ist doch ein Mensch. Jesus aus Nazareth, von Maria, der Junge, die kannten ihn natürlich. Das war seine Familie da, die Hochzeit. Das ist Wahnsinn. Und damit offenbarte er seine Herrlichkeit, weil er wirklich Gott ist. Jesus ist Gott und er kann das. Ja, Amen, bis dahin. Es ist schon Wahnsinn. Jedes Mal, wenn ich es immer wieder lese oder selber davon rede, dann geht es mir immer wieder ganz neu auf. Ne? Und so, nochmal. Sag niemals, Jesus hat gesoffen. Jesus ist extra auf eine Feier gegangen. Jesus will, dass wir auf Feiern gehen und trinken. Das hat er nur gemacht, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Nur gemacht, um zu zeigen, ich bin Gott. Ich bin der, der wirklich alles kann. Ich bin der Allmächtige. Darum ist er dorthin gegangen. Er sagt immer wieder, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Sieht den Wein nicht an. Tut es besser nicht. Wisst ihr, warum nicht? Weil durch Alkohol trinken machst du so viel kaputt. Ich rede nicht von dieses eine Bier. Ja, davon rede ich nicht. Sondern ihr wisst genau, wovon ich rede. Du machst deine Ehe kaputt. Du machst deine Beziehung zu deinen Kindern kaputt. Hat mein Vater gemacht. Bis heute. Seine Beziehung kaputt gemacht mit uns. Durch Saufen. Durch Drogen und so weiter. Ja. Also du machst deine Ehe kaputt. Du machst deine Beziehung zu deinen Kindern kaputt. Du nimmst das ganze Geld und gibst es aus. Ja, du machst alles kaputt dadurch. Du streitest dich mit deiner Frau, weil du besoffen nach Hause kommst, hast wieder alles ausgegeben und sie wirft es dir vor und dann gibt es Streit. Ja, es macht alles kaputt. Also, als Kind Gottes würde ich dir raten, trink nie wieder Alkohol. Mach es nicht. Weil, was bringt dir das denn ein? Was bringt dir das ein? Was? Also, als ich damals auf Feiern war oder so, gab es immer nur Streit und Zank. Immer nur Schlägereien. So schlimm, dass die Jungs sich gegenseitig angestochen haben. Immer nur im besoffenen Kopf. Immer. Alles Mögliche. Und deswegen rate ich dir, nicht nur ich, sondern der Herr sagt es, tu es lieber nicht. Falls du die Bibelstellen haben willst, warte mal. Hier habe ich nochmal die Bibelstelle aufgeschrieben. Guck mal, kannst du dir einen Screenshot machen? Ach so, das ist falsch rum. Hades, Harmonia, Hebe, Hekate, Helios, Hera, Herakles, Hermes, Hestia, Hyperion, Hören, Hymenaios, Hypnos. Ne, welchen meintest du gerade? Welcher war das? Habe ich den jetzt gerade vorgelesen oder nicht? Ne, das waren alle mit H. Ja, ich weiß nicht, wie das geht, Salvo. Keine Ahnung. So, es ist jetzt schon nach 1. Jetzt bin ich auch schon müde. Ist noch irgendwas unklar? Wegen diesem Thema jetzt, Alkohol und Christsein. Sonst fragt jetzt noch mal ganz kurz. Und wenn nicht, dann machen wir gleich Schluss. Was hat Jesus noch verboten? Jesus hat gar nichts verboten. Gar nichts, gar nichts. Jesus hat nichts verboten. Das Einzige, was er angeordnet hat, in der am Apostelkonzil, in Apostelgeschichte 15, können wir lesen, dass wir uns fernhalten sollten von Unzucht, fernhalten sollten von Ersticktem, also Tiere, die erstickt sind, und vom Blut sollen wir uns fernhalten, ja? Das ist das, was wirklich angeordnet ist. Alles andere ist nichts, was Gott uns verbietet. Krieg ist okay? Nee, Krieg ist bestimmt nicht okay. Wir haben einen geistlichen Krieg, ja, aber keinen menschlichen Krieg. Ja, gerne. Mach ich doch gerne. Gut, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann machen wir für heute Schluss. Dann wünsche ich euch Gottes Segen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Eigentlich, ich bin heute nur live gegangen, sage ich euch ganz ehrlich.
weil ich habe mich jetzt vorbereitet. Ich wollte eigentlich morgen nach Porta Westfalica fahren, um dort zu dienen, Samstag und Sonntag. Aber ich wurde höflich ausgeladen. Nein, weil dort gibt es ein paar Kranke in der Gemeinde. Deswegen, ja, habe ich mir dann jetzt nochmal die Zeit genommen. Sonst hätte ich jetzt schon lange geschlafen. Gut, dann wünsche ich euch. Nee, ich bin kein Pastor, ich bin gar nichts. Ich bin ein Kind Gottes, der den Herrn vom ganzen Herzen versucht zu folgen und ich lese die Bibel mehr nicht. Ich habe keinen Titel oder irgendwas. Gut, dann wünsche ich euch Gottes Segen, den Herrn anbefohlen. Wir sehen und hören uns hoffentlich die Tage wieder. Also gut, ich werde mich morgen nochmal vorbereiten, weil ich habe noch Montag und Mittwoch einen Gottesdienst. Aber vielleicht komme ich morgen Abend nochmal live, dann können wir uns vielleicht nochmal irgendein Thema angucken, ja?